Finanzpolitik bewegt sich immer in einem Spannungsfeld. Sind die Steuern zu hoch, kaufen die Menschen weniger und die Firmen investieren weniger. Das ist Gift für die Konjunktur. Sind die Steuern zu niedrig, muss der Staat entweder Schulden machen oder sparen. Das heißt, es bleibt weniger Geld für die staatlichen Aufgaben. Florian Tonka, Staatssekretär im Finanzministerium, war am Donnerstagmittag auf der Achalm bei Reutlingen, um mit den jungen Unternehmern und Familienunternehmern über Finanzpolitik zu sprechen. Dabei kamen durch den Präsidenten des Baden-Württembergischen Landkreistags Joachim Walter und den Bundestagsabgeordneten Pascal Kober auch das Thema Zuwanderung zur Sprache. Florian Tonka als parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium, einer der Stellvertreter von Christian Lindner. Im Gespräch mit den Unternehmern machte er die Finanzpolitik der FDP klar: keine Steuererhöhungen. Deutschland ist schon ein Hochsteuerland und wir sind an der Schwelle zu einer Rezession. Es wird jetzt in den nächsten Wochen darum gehen, dass wir die Rezession vermeiden, also eine schrumpfende Wirtschaft. Und niemand, der bei Verstand ist, erhöht in eine Rezession hinein, eine drohende Rezession hinein, die Steuern. Ganz im Gegenteil. Es gehe darum, Unternehmen die jetzt nötigen Investitionen steuerlich zu erleichtern. Und das Ganze nicht schuldenfinanziert. Denn jetzt, wo die Corona-Krise zu Ende sei, gelte wieder die Schuldenbremse des Grundgesetzes. In der Krise muss man Geld in die Hand nehmen. Das geht gar nicht anders. Das macht jedes Land auf der Welt so. Aber man muss dann auch den Absprung schaffen und wissen, ab wann man wieder normal mit dem zurechtkommt, was man erwirtschaftet, was in die Kasse kommt. Und genau das wird 2024, 25, 26 der Fall sein. Heißt, je mehr die Unternehmen erwirtschaften, desto mehr steht dem Staat zum Verteilen zur Verfügung. Doch die Unternehmen haben ihre eigenen Probleme. Da geht es längst nicht nur um Fachkräftemangel, sondern allgemein um Personalmangel. Die FDP sieht in der Zuwanderung eine Lösung. Und da sind verschiedene Maßnahmen, die wir vorschlagen. Beispielsweise auch den Einstieg in ein Punktesystem, wie es die erfolgreichen Einwanderungsländer wie beispielsweise Kanada eben uns vorgemacht haben. Einwanderung durch Flucht dagegen wird zum Problem, da viele Kommunen gar nicht mehr wissen, wo sie die Geflüchteten unterbringen sollen. Landrat Joachim Walter berichtete von seinem Besuch in Rumänien, wo es keine Geflüchteten aus der Ukraine gäbe, weil diese nach Deutschland wollten. Die Situation ist extrem angespannt, das spiegeln mir viele Kommunen hier aus dem Wahlkreis. Und wir müssen es schaffen, auf europäischer Ebene einen faireren Ausgleich zu schaffen. Dazu müssen wir die anderen Länder gewinnen. Klar ist aber auch, dass wir gerade mit Perspektive auf die Ukrainerinnen und Ukrainer, die hergekommen sind, die Integration in den Arbeitsmarkt beschleunigen müssen. Schön sei, dass das bei vielen schon gelungen sei. Allerdings bildeten Spracherwerb und Kinderbetreuung ein Nadelöhr. In diesem Punkt gelte es, besser zu werden.